So, Aldi Grilltest. Gucken wir uns die ganze Geschichte mal an, mit Aufbau, mit sonstigen, mit Pumpthermometer, mit Reichweite. Hier könnt ihr schon mal kurz reingucken, aber dazu dann gleich. Barbecue Kugelgrill. Nummer 51272. Vom Aldi. Nach ein bisschen Kampf aufgebaut. Also eine ganz wichtige Sache schon mal ist ja, man braucht einen Flaschenöffner dabei. Ist auch eigentlich so das Beste. Thermometerchen. Lüftungssteuerung hier. Hat da schon so ein bisschen Dall. Kläppchen auf. Noch jungfräulich. Ja, es liegen zwei so Griffe dabei, was man hier als Unterschied schon sieht. Man kann in der Mitte nichts rausnehmen. Das ist kein Feld nur für die Mitte zum Rausnehmen. Sondern man muss das ganze Ding als Ganzes öffnen. Zwei Grillkörbe für indirektes Grillen. Gucken wir mal ein bisschen tiefer. Schmutzkasten. Und hier nochmal so ein Steuerungshebel für die Lüftungsschlitze da zum Zumachen, aber die gehen nicht komplett zu. Ist irgendwo immer Spalt. Hier als erstes den Pizzastein mal draufgelegt. Temperatur, da sagt er 300 Grad. Und wie kontrolliert man, ob der Pizzastein genügend Temperatur hat? Zum Beispiel mit Mehl. Ein bisschen draufstreuen. Ja, ein bisschen dünner draufstreuen. Und wenn das schön braun wird, ist es okay. Wenn schwarz wird, ist es zu heiß. Mein Digitales sagt 247 Grad. Oberflächentemperatur jetzt so. Behälter, ja, und da sieht man im Randbereich wird der braun. Machen wir Klappe zu und holen wir die Pizza. Mein Nageleisen, mein Nagelspiel ist fürs nächste große Treffen. So, mein Deckelchen auf. Mit einer Hand alles ein bisschen doof. So, und jetzt sieht man da, Mehl ist schön braun geworden, aber nicht schwarz, nicht verbrannt. Also kann man die Pizza da drauf schießen. Schwupps, Deckel zu. Schauen, was wird. So, gucken wir mal lieber hier. Ja, die blubbert und putzelt schön vor sich hin. Aber ich glaube, die braucht noch ein bisschen. So, ich habe es mal beschlossen, die ist gut. Können wir runterholen. Von unten aus. Ja. Ja, leicht, aber eigentlich schön. Schön passend. So, das Teil mal umbauen. Die beiden mitgelieferten Körbchen mal auseinandergezogen. Das ist jetzt das, was verbraucht wurde. Hier eine Backform mit Wasser dran. Dann sehen wir mal weiter. So, mal Temperatur. Relativ zugeregelt. Unten genauso. Den Temperaturfühler hier oben in die Luft gehängt. Damit mein zartes Rüppchen das langsam vor sich hin machen kann. Temperatur fällt jetzt natürlich. So, ich bin jetzt mal rund ums Haus gelaufen. Also eigentlich müsste die Reichweite nicht so hoch sein. Gucken, ob sich die Temperatur ändert oder nicht. Oh, die ändert sich. Die hat noch immer Reichweite. Ey, das Ding ist so nett übel. Das sind jetzt so ca. 15 Meter Haus quer dazwischen und ein bisschen Garten. Nicht schlecht. So, jetzt mal alles weggemacht. Fleisch weg, sonstiges. Alle Luken offen.
Mal gucken, wie schnell das Ding aufheizt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Gerade eben mal größere Schritte. Ja, aber kommt hoch. Ach, den nimmst du noch. So, ist der Aldi-Grill der Hammer? Naja, wir hatten heute Mittag ja schon mal Pizza mit diesem Aldi-Pizzastein und jetzt hier Aldi-Grill-Thermometer und sonstiges und jetzt wurscht und ja, wir sagen bei uns Nochen, hat meine Schwester immer gesagt, als er nicht richtig reden konnte. Spirits, vorher indirekt gehabt auf einer Platte und jetzt kann ich den dann hier rausnehmen. Und jetzt so und Würstchen. Der Grill selber, ja, ist halt für den Preis. Mein Gott, er hat so ein bisschen scharfe Kanten und sonstiges, aber ist so ein Kugelgrill mit den Feuerkörben, mit dem man rumexperimentieren kann. Und kann der auch Essen machen? Ich will die Seite anschneiden. Ich weiß nicht wieso, ich will die Seite anschneiden. Ja, klar, war mir klar, die Seite ist dünn. Cool. Hm? Hallo? Ja, es war halt etwas. Ich meine, es ist 4 Stunden und Grillthermometer hat es gesagt, was ich gerade eben befürchtet habe. Es war etwas lang und ist halt nicht mehr rosig. Aber es ist heiß. Ja, und es ist halt Aldi fertig mariniertes Fleisch. Aber soweit okay. Hat Nachteile, ja. Gegenüber dem Keramikgrill, den ich leider nicht mehr habe. Also ich habe noch Einzelteile davon. Keramikgrill hat einen riesen großer Nachteil. Wenn der runterfällt, ist er kaputt. Was bei dem hoffentlich nicht passiert. Hier muss man halt steuern und machen und tun. Und ja, wenn man es mal raus hat oder sowas, geht es eigentlich relativ gut. Und mit dem Funkthermometer auch schön. Noch schöner ist halt, alles Vakuum, Wasserbad, Temperatur genau einstellen, dann kurz unter dem Biefer und Röster rum, aber ich glaube, wir gehen trotzdem essen.